SHZ Dampland Talk. Der Promi-Talk aus deinem Lieblingsort. Präsentiert vom Ostsee-Resort Damp. Und hier ist Ihr Gastgeber Jörg Lange. Juhu! Guten Abend! So, ich stelle mich mal hier hin. Ist jetzt schon mein Lieblingsgast auf jeden Fall. 9. SAZ Dampland Talk, wieder live aus der Hammerburg Bar im Ostsee Resort Damp. Und es ist so kalt, liebe Leute, deswegen hole ich Sie gleich schnell rein und rede gleich weiter. Hier ist die Unglaubliche, die Wunderbare, die Schöne, Sabine Karg. Komm schnell rein, Sabine. Moin, moin. Oh, da bist du. Hallo. Oh, hast du sehr gefroren? Nö. Es ging. Ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Endlich treffen wir uns und du bist ja erst meine zweite Frau hier. Nee, ne? Ja, das hat lange gedauert. Wir sind sehr männerlastig, aber Gott sei Dank ist sie da. Ich würde sagen, wir nehmen schon mal Platz. Ja. Und alles Weitere klären wir jetzt in der nächsten Zeit, denn ihr habt eine Menge Fragen und ich bin ja auch ein bisschen mit dir aufgewachsen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ist nicht wahr, ne? Ja. Und ich war auch ein bisschen nicht verliebt, aber mehr will ich noch nicht verraten. Das machen wir gleich. Wir setzen uns jetzt erstmal. Ist das schön. Da hast du ja wieder 10 Punkte gleich. Hier, oder? Ja, wir wechseln einmal durch. Ja. Komm zu mir. Guck mal, wir haben ja hier wieder ganz viele Gäste, die extra wegen dir gekommen sind. Und wir haben es ja gerade eben auch schon gehört. Du kommst ja aus Nordhorn. Ja. Und ich habe so lapidar gesagt, am Tresen saßen zwei Menschen, die sagten, sie kommen aus Nordhorn. Ich sagte, Mensch, das sind bestimmt die Nachbarn. Es sind die alten Nachbarn. Ja, es sind tatsächlich die Nachbarn. Ne? Hallo, und Peter. Hallo. Da, sehr schön, da sitzen die ehemaligen Nachbarn. Da müssen uns heute ja ein bisschen zusammenreißen. Ne? Ja. Weil die wissen ja, oder ich frage sie, die wissen ja vielleicht auch noch Geschichten. Ja, aber da muss ich mich nicht zusammenreißen. Ich darf mir alles erlauben. Sehr die sind gut. Ja so klasse, die würden mir alles verzeihen. Sehr gut. Ach, so, Sabine, ja jetzt bist du ja nicht da. Ich will aber gar nicht unhöflich sein, weil wir wollen erstmal was trinken. Ja. Bist du gut am Glas? Bist du jemand, der gerne Alkohol trinkt oder bist du eher so, wenn du auf Tour bist? Ja, es geht so, ja. Nee, wenn ich auf Tour bin, nicht so gerne. Aber ich trinke gerne mal ein Bier, ich trinke auch gerne mal einen Wein, auch mal einen Champagner. Mhm. Ne? Wollen wir Dennis mal fragen? Dennis würde uns ja alles bringen, glaube ich, ne? Dennis? Was möchtest du haben? Ist nicht wahr, ehrlich? Ja, wenn du willst. Ja, warum soll ich das nicht mal versuchen? Macht ja ein bisschen locker, ne? Sie hätten gerne einen Champagner für Frau Karg und wenn ich nehme Dennis, ich nehme einen Apfelsaft. Apfelsaft, Dennis, hätte ich eine Schorle gewollt, hätte ich eine Schorle bestellt. Ja, so, guck mal, wie immer. Ja, es ist, ist immer das Gleiche, nicht? Aber es ist, das ist ein Running Gag. Mhm. So, Sabine, es hat ganz lange gedauert, dass wir beide uns endlich mal treffen. Ja. Ich finde es, obwohl wir so dicht beieinander wohnen, ich meine, ja, aber ist das jetzt hat ja irgendwie nicht geklappt im Sommer, ne? Ja, jetzt ist es soweit. Mhm. Und wie schön, ich will es dir gleich nochmal zeigen, darüber reden wir auch gleich nochmal. Du hast ein Buch mitgebracht. Ja. Mit dem Titel Da bin ich zu Hus. Das finde ich sehr schön. Denn Plattdeutsch spielt in deinem Leben ja auch eine große Rolle. Mhm. Mhm. Und du bist ja auch Botschafterin, habe ich gehört. Ja, offizielle Botschafterin für das Niederdeutsche Theaterspiel als nationales immaterielles Kulturerbe der UNESCO. Hast du. Das ja, da bin, ich, da bin ich auch richtig stolz drauf. Das ist so eine Wertschätzung für die Arbeit, die man natürlich leistet. Und weil ich das Plattdeutsche auch lebendig halte und natürlich auch mit den Büchern, die ich schon rausgegeben habe, immer auf Lesereise bin und dann eben entsprechend die Sprache auch unterstütze, weil ich liebe sie ja auch, das ist ja ganz klar. Aber der Titel passt doch auf keine Visitenkarte, oder? Also nee, das passt auf keine Visitenkarte. Aber das finde ich so scharf. Ich bin immer ganz stolz, wenn ich den runterleiern darf. Fehlerfrei, auf jeden Fall. Ja, Bevor wir zu deinem aktuellen Werk kommen, lass uns mal ein bisschen über die Vergangenheit sprechen. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich bin, oder ich glaube, wir alle sind ja irgendwie mit dir ein bisschen groß geworden und aufgewachsen in den 80ern, die Drombusch. Ne? Ja. Also, damals gab es ja nur 3 Programme, deswegen hat es dich wahrscheinlich auch so gepackt mit dem Erfolg, wie man es wahrscheinlich gar nicht erwarten konnte, oder? Mhm. Hast du gedacht, dass das so durch die Decke geht? Nee, also im Grunde genommen habe ich gar nichts erwartet. Also es hat unheimlich Spaß gemacht, ich hatte eine Riesenchance, das war mir schon bewusst, das ist klar. Und es gab eben, wie gesagt, diese 3 Programme und nach der ersten Ausstrahlung, ja, war das wie eine Explosion. Also das war einfach eine wunderschöne Erfahrung, weil die Leute mich natürlich sofort erkannt haben, sind auf der Straße auf mich zugegangen, haben mich umarmt und mich beglückwünscht und so. Und das habe ich natürlich sehr genossen. Ne? Ich war eine junge Frau von 24, das war toll, klar. Nimmt man natürlich gerne mit. Na, jetzt ist ja aber die Frage, das habe ich mich nämlich gefragt, das war ja schon gleich zu Beginn der große Erfolg. Mhm. Hättest du den lieber, so in der Rückschau, hättest du den lieber gern ein bisschen später gehabt? So anstatt mit 24 vielleicht nochmal so 10 Jahre später oder so, weil man es vielleicht auch besser verarbeiten kann?
Nö, das habe ich schon sehr genossen. Also ja? Ich habe das doch sehr gerne mitgenommen. Das kann man nicht anders sagen. Und ich bin ja auch dann so reingewachsen. Ich konnte ja dann danach auch andere schöne Sachen schon spielen. Ja. Habe Theater gespielt, habe Rockmusik gemacht, also mit Theater, also Gripstheater, Jugendtheater, mit Kindertheater und sowas alles. Dankeschön. Und das war natürlich dann alles in der Zeit und das fiel zusammen. Und das ist natürlich dann für mich eine wunderbar kreative Zeit gewesen, wo ich alles zeigen konnte. Ne? Das war toll. Dann lass uns erstmal anstoßen, nochmal offiziell auch hier für alle, ne, in der Hamburg war. Schön, dass ihr da seid. Haben Sie alle was? Ja, ne? Ja, habt ihr. Ne? Schön, Dankeschön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Mhm. Jetzt habe ich ja ein bisschen recherchiert. Ja, und habe, das wollte ich dich unbedingt nochmal fragen, weil ich das so gar nicht glauben konnte. Der Wellensittich Charlie. Ach. Der oft zitierte wahrscheinlich. Ja. Das hörst du jetzt heute wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Aber der Wellensittich Charlie. Dem hast du eigentlich zu verdanken, dass es dann am Ende doch irgendwas mit Schauspiel wurde, oder? So ein bisschen. Oder ja. So künstlerisch. Ja, also der Wellensittich hat mir zumindest Inspiration gegeben. Das heißt, ich habe ein Stück geschrieben über den Wellensittich und habe damit auch seinen Tod verarbeitet. Der war nämlich sehr lange bei uns. Peter, du kennst ihn ja noch, Charlie, unseren Wellensittich, ne? Der Grüne. Ja, genau. Und Peter hat noch ein Foto mit rein. Gehen wir gleich hoch. Und der saß immer im Käfig und auf der Schaukel und durfte natürlich auch mal frei fliegen und immer gerne, wenn Besuch da war, weil dann hat mein Vater sich natürlich ganz gerne mit ihm mal gezeigt, weil dieser Wellensittich auf das Glas flog. Und dann hat der immer ganz gerne mal ein bisschen vom Cognac oder Brandy genippt. Okay. Ja, und dann war der natürlich auch ein bisschen Knülle. Und mein Vater hat ihn immer angelockt mit Charlie, man bist du liebe Jung, putsche, 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 ich liebe dich. Also ich imitiere jetzt das Glas. Und dann flog der hier drauf, nippte und guckte ihn ganz gläsern an, so ungefähr. Und dann sagte er, Charlie, man bist du liebe Jung, putsche, 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 ich liebe dich, gib Küsschen. So, und das wiederholte sich dann ständig. Und dann haben alle gedacht, so, was ist denn mit diesem Vogel los? Und dann flatterte der Vogel davon, war ein bisschen angeturnt. Und irgendwann merkte man, aha, es war zu viel. Und dann ließ er sich irgendwann in der Gardine nieder. Und die Gardine war dann seine Rettung. Wir haben ihn dann aber abgepflückt und dann unter die Wasserleitung gehalten. Und dann ging es wieder. Es ist aber, dann ist er wieder nüchtern geworden. Also, liebe Tierfreunde, der Vogel wollte es so. Ja, genau. Das war jetzt nicht von uns. Und dann haben wir gesagt, na ja, du wirst... sehe ich gut aus? Ja. Ja, und jedenfalls... macht dir keine Sorgen. Ja, genau. Und dann haben wir mehrfach erlebt. Und der Vogel ist ja trotzdem alt geworden. Ich glaube, der ist irgendwie über 10 Jahre oder 13 Jahre oder so geworden. Vielleicht liegt es am Cognac, ne? Ich glaube, jetzt verliere ich gerade hier meinen Ton oder so. Nee, okay. Aber 13 ist ja, glaube ich, ein stattliches Alter für einen Wellensittich. Ja, ich glaube auch, ne? Ja. Ich gehe davon aus. Mhm. Also es hat ihm nicht geschadet. Ja. So, und... Dann ist er aber irgendwann ja doch leider gestorben, wie es dann mal so ist. Also dann ist er man gestorben. Muss ja mal. So, und dann hast du das aber verarbeitet in einem Stück. In einem Stück, genau. Und dieses Stück hatte ich dann in der Schule vorgetragen und meine Deutschlehrerin, Frau Gresser, hat dann das mit 1 bewertet und auch meine anderen Aufsätze, die ich geschrieben habe. Da hatte ich dann so Tarzan-Visionen und so und ich war Jane und sowas alles. Okay. Naja, und jedenfalls fanden die das unheimlich klasse. Und dann sagte sie, willst du das nicht mal aufführen? Hast du nicht Lust, eben in den künstlerischen Beruf zu gehen? Was willst du denn überhaupt mal werden? Und so. Und dann habe ich gesagt, da habe ich keine Ahnung von. Mein Vater hat gesagt, ich soll an die Stadtkasse nach Nordhof gehen. Ja. Verwaltung. Okay. Und dann habe ich da mal gejobbt und ein bisschen, was weiß ich, Briefe sortiert oder sowas. Und habe ich da dauernd Witze erzählt und alles Mögliche. Und haben die natürlich gedacht so, nee, die kommt nicht zu uns, die bleibt hier nicht. Das wird nix, da passt nichts. Nee, okay. Nee, und dann hat Helga ihren Mann genommen, Götz Korsuczek, der damals Dramaturg beim NDR war. Und hat gesagt, Mensch, wir müssen mal zur Familie Karg und wir müssen die überreden, dass die Tochter... diese Prüfung an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Hamburg machen darf. Und das durfte ich dann auch. Und ich hatte eine einzige Chance und die habe ich genutzt. Gott sei Dank. Mhm. Und mit Helga müssen wir noch sagen, Helga Feddersen, ja, die große Helga Feddersen, ja. der du ja vorsprechen durftest. Genau. Und die, wenn ich das richtig auch gelesen habe, glaube ich, aufgeregter war bei deiner Prüfung als du selber. Genau. Ob das Kind es jetzt geschafft hat, ob die Anleitung gut genug war, ja oder nein. Genau. Wie hast du das erlebt? Hast du das auch wirklich so wahrgenommen? Ich meine, Helga Feddersen war ja eine ganz, ganz große Zierin. Ja, ja, die war großartig. Und nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Komödiantin. Und vor allen Dingen hat sie wunderbare Fernsehspiele geschrieben. Ja. Bismarck von hinten, da durfte ich zum Beispiel auch eine kleine Rolle spielen. Und es war einfach eine wunderbare Frau, die mich sehr, sehr unterstützt hat. Ich habe sie ja mit 14 kennengelernt.
Da habe ich auch Otto Walkes bei ihr zum Kaffeetrinken kennengelernt. Seitdem kenne ich Otto. Schön. Und danach hat Götz sich bereit erklärt, mich einmal die Woche aufzunehmen und mich mit Reklambüchern zu bestücken und mich das lesen zu lassen. Und das ist natürlich Literatur. Und Literatur mit 14 ist schon hochgestochen. Und dann hat er mich nur gefragt, was ich denn verstanden hätte. Ja. Er hat mich nie belehrt oder mich versucht, irgendwie zu trainieren auf irgendwas, ne? Monologisieren oder sowas. Gar nicht. Sondern ich habe dann einfach gelernt, die Sprache zu verstehen. Über die Jahre, über 2 Jahre ging das. Okay. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt bist du soweit, jetzt hast du es verstanden. Wie würdest du denn den Monolog von Romeo und Julia, also den Giftmonolog zum Beispiel von der Julia, interpretieren? Also deine Art und Weise. Fühlst du da? So wie, ja. Was hast du für ein Gefühl? Wie ist deine Emotion? Und dann habe ich das alles alleine geübt mit ihm. Und dann bin ich eben an die Hochschule und habe diese Prüfung gemacht. Und das muss ziemlich komisch gewesen sein, auch der Giftmonolog, wo es ja eigentlich ums Umbringen geht. Und dann haben die mich genommen, die lagen unter den Tisch, weil die so gelacht haben. Ja, aber dann war es doch richtig. Ja, also, hast du Eindruck hinterlassen? Ja, habe ich Eindruck hinterlassen. Und nach 6 Wochen zitternder Zeit, habe ich dann den Brief geöffnet und da stand drin, dass ich bestanden hatte. Kommen durfte. Ja, und das war super. Schön. Mit 17 Jahren, die jüngste Studentin an der Hochschule im Sommersemester. Das war der Beginn. Hut ab. Mhm. Alles dank Charlie, ne? Und dem Cognac, mehr oder weniger. Hast du mal drüber nachgedacht, wenn das jetzt nicht geklappt hätte, wie es dann gegangen wäre? Also wärst du dann wahrscheinlich zur Stadtkasse gegangen, nach Nordhorn? Wahrscheinlich, aber ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Ja, okay. Das gab es für mich gar nicht. Für mich gab es nur Bestehen. Warst du immer schon so ein Freigeist denn auch für dich? Ja, also man das merkt denke ja, ich schon. Ja. Man merkt ja, finde ich, immer so, wenn man mit seinesgleichen zusammen ist, also mit den Kindern und so, ob man so ist wie die oder ob man vielleicht doch ein bisschen anders ist, ein bisschen durchgeknallter, ein bisschen verrückter oder vielleicht ein bisschen langweiliger. Hast du das schon früh bei dir festgestellt, dass du doch eher, sage ich mal, exponierter bist oder so ein bisschen in eine andere Richtung gehen möchtest? Also ich glaube, ich habe schon viele genervt auch. Also das und immer Witze erzählen und so, das ist ja dann auf Dauer auch nicht so lustig. Und dann eben parodieren. Kommt auf die Witze an. Ja, genau. Obwohl, die waren gut. Und dann habe ich natürlich mit meinem Vater auch das große Glück gehabt, weil mein Vater war ein hochbegabter Mensch, der fast jedes Instrument spielen konnte. Oh. Weil der hatte ein absolutes Gehör und hat dann irgendein Instrument in die Hand genommen und hat es gespielt, ohne Totaler Noten. Autodidakt. Genau, Autodidakt. Schön. Und der hat eine Humorus Clausus-Platte gehabt von, jetzt muss ich gerade überlegen, Humorus Clausus-Platte, ich weiß gar nicht mehr, wer das gemacht hat. Jedenfalls auf jeden Fall ein hervorragender Parodist, der dann eben Oskar Sima, Theo Ling, Heinz Rühmann, Heinz Erhardt und Heuss, Adenauer und sowas. Ne? Und dann habe ich das alles nachgesprochen. Und plötzlich, ich konnte das, ich habe das gar nicht geübt, ich konnte das. Aber witzigerweise kann ich es jetzt nicht mehr. Das ist dann, hat sich irgendwie wieder verloren. Das ist alles ganz hat seine Zeit. Ne? Ja, genau. Aber ist ja ein gutes Stichwort. Jetzt hattest du ja dann die Bestätigung, dass du durftest. Ja. Aber was haben deine Eltern denn gesagt? Ich meine, die waren ja, hatten ja vielleicht andere Pläne mit dir erstmal. Ne? Ja, aber mein Vater hat ja zu seinem Wort gestanden und meine Mutter fand das sowieso toll. Die hat mich sehr unterstützt natürlich. Aber mein Vater hat dann gesagt, natürlich, also ich habe dir gesagt, einmal darfst du es versuchen, du hast bestanden. Ich unterstütze dich und verhungern musst du nicht in Hamburg. Ja, und dann habe ich immer die Bananenkiste voll Lebensmittel gekriegt. Ne? Schön. Genau. Mhm. Okay, das war lustig. Und dann ging es ja relativ, oder dann kam ja die Drombusch. Ja. Und das war ja dann auch ein Erfolg. Also insofern hat Papa und Mama ja gesehen, sie kann damit Geld verdienen, sie kann sich selbst ernähren. Mhm, genau. Und du hast ja auch die Rolle, die du da gespielt hast in den Drombusch, die war ja auch schon sehr revolutionär eigentlich zu der damaligen Zeit. Ne? Ja, also bestimmt, mit schwanger sein und so, also auch so ein bisschen Freigeist. Ja. Im Grunde ja doch auch so deine Rolle. Ja, das hat schon viel von mir gehabt, das stimmt. Aber ich muss sagen, das waren ja auch Themen der Zeit. Mhm. Ne? Also das war ja gesellschaftspolitisch nicht uninteressant, weil das Fernsehen sich sowas in der Form ja noch gar nicht getraut hatte. Alleinerziehende Mutter, dann der betrunkene Zahnarzt, ne? Sie steht zu ihm, er macht nur ein dummes Zeug nach dem anderen und sie bleibt bei ihm und dann irgendwann betrügt er sie und dann wird ihr klar, dass das
das tatsächlich nicht geht. Und ja, all diese Themen waren ja sehr, sehr interessant, auch für das Publikum. Und so konnten sich viele Frauen auch damit mit der Rolle, mit der Marion Trombusch eben auch identifizieren. Und das ist für mich ein ganz großes Glück gewesen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Rolle spielen durfte. Man sagt ja immer Fluch oder Segen oder so. Für mich ist das ein Segen gewesen. Das ist immerhin Fernsehgeschichte. Und das ist eine Chance, die man nicht so häufig kriegt. Aber die ist ja dann auch relativ abrupt dann auch geendet, weil du ja privat, sage ich mal, das Leben ja eigentlich fast, also du bist ja auch dann schwanger geworden. Und das war ja irgendwie bei den Damen und Herren da nicht so vorgesehen, ne? Also ich glaube, die taten sich damit schwer, ne? Also es war so, dass der Autor das anscheinend eher persönlich genommen hat. Und das ist natürlich fatal. Und ich kann ja nur sagen, gut, ich bin jetzt schwanger, was ihr daraus macht, ist ja euer Bier. Also das heißt, also heute wäre das überhaupt kein Problem. Da würden eben Frauen schwanger werden. Naja, dann bist du halt schwanger würde in der das, Rolle. Und man würde es einbauen oder man würde die Kamera ein bisschen exponierter stellen und es würde halt nur ein paar Großaufnahmen geben und dann eine totale im Hintergrund oder so. Das wäre ja alles machbar heute technisch, ne? Aber das wäre auch damals machbar gewesen, aber man wollte es anscheinend nicht. Und da war er doch persönlich sehr beleidigt geradezu und hatte natürlich damals zu der Zeit in den 80er Jahren eine sehr große Macht. Der hat nur Erfolgsserien geschrieben, auch schon für Inge Meisel. Und der, wenn so ein Autor so eine Erfolgsschiene fährt und dann, das bleibt immer so, dann hat er natürlich auch ein ganz großes Mitspracherecht. Und da war ich leider in der Situation, ich sage jetzt mal, das Opfer zu sein für ihn. Aber insofern war ich natürlich auch der Aufschrei für die Gesellschaft, also für junge Frauen, die in der Zeit in derselben Situation waren. Und das gab natürlich richtig Tumult. Also da gab es ja auch, ich glaube, ich war auf jedem Titelblatt drauf oder so und es war überall Thema. Und es gab Frauenrechtlerinnen, die sich damit auseinandergesetzt haben und so. Aber ich freue mich, dass ich auch, also im Nachhinein kann ich das sagen, freue ich mich, dass ich sozusagen diesen Ansatz oder sagen wir mal die erste war, die das dann durchlebt hat, um dann eben auch zu sagen, gut, das war jetzt das erste Mal, aber jetzt macht was draus. Ja. Und das war ja auch so. Das haben ja ganz viele Schauspielerinnen mir auch geschrieben. Aber für dich war es trotzdem leider vorbei. Leider war es dann in der mit der Serie vorbei. Dann. Ja, okay. Und so, und die Nachfolgerin, die war im zweiten Monat schwanger, als es dann weiterging. Daraufhin hat dann der Herr Stromberger zwei Stents gesetzt bekommen. Das weiß ich nur noch mehr, wie ich mich damit nicht beschäftigt. Er hat es wirklich persönlich genommen. Er hat es wirklich persönlich genommen, glaube ich. Okay. Ja, und dann dauerte es halt ein bisschen, bis ich wieder so mal drehen durfte oder so. Aber unser Beruf besteht ja auch nicht nur aus Fernsehen. Wir können ja viele andere Dinge, wie zum Beispiel mal ein Buch herausbringen oder eben Hörbücher sprechen oder eben auch Theater spielen, also Show, alles gehört ja zu uns. Das ist ja das Tolle an dem Beruf, dass wir so viele Möglichkeiten haben und dieser Beruf so viele Facetten hat, die wir bedienen dürfen. Ne? Auf jeden Fall. Wir machen ja immer, wenn wir uns Gäste einladen hier, machen wir ja immer so eine Art Challenge, nennt sich das ja. Also ich trete immer gegen meine Gäste an. Ich hatte am Anfang einen sehr guten Lauf, habe 4-0 geführt. Ich glaube, die letzten vier Male habe ich alle verloren. Also es steht unentschieden. Und ich dachte mir, wenn ich schon mit dir in den 80ern auch groß geworden bin und ich will mal gucken, ich glaube, wir haben nämlich auch die Musik der Trombusch vorbereitet, hoffe ich zumindest, dass wir die einmal spielen können, damit wir uns das nochmal in Erinnerung rufen. Dann lass uns einmal ganz kurz hören und dann erzähle ich, was wir machen. Ja, okay. Ich hoffe, es funktioniert. Oh ja. Herrlich, ne? Die Trombusch, nicht? So, und da habe ich mir gedacht, wenn ich dann schon Sabine da habe und du hast in einer Serie mitgespielt, dann machen wir jetzt einfach mal Serienmelodienrate. So, es gab ja in den 80ern viele, und Filmmusik ist auch dabei, also nicht nur Serie, sondern auch Filmmusik. Also gab ja viele tolle Sachen und auch sehr prägnante Musiken dazu. Wir gucken einfach mal. Ich würde sagen, du haust es einfach raus, wenn du es weißt. Ja. Oder ich würde es genauso machen. Okay. Müssen wir halt nur gucken, das Publikum entscheidet am Ende. Ich gehe mal davon aus, dass Sabine wahrscheinlich gewinnen wird, weil du ja vom Fach bist. Ne? Das glaube ich nicht. Und Dennis ist sozusagen unser Schiedsrichter in dem Fall, Dennis. Ich will dazu sagen, ich habe nicht geübt, ich weiß auch nicht, was kommt, also gleiches Recht für beide. Okay, ne? Gut. Das wäre ja sonst fiese, wenn ich wüsste, was kommt und dann lässt du keine Chance, also ich weiß von nichts. Dennis, bitte, was hast du denn für uns vorbereitet? Wenn du das jetzt sagen würdest, wäre blöd, ne? Guten Abend, liebe Gäste, liebe Zuschauer. Wir spielen heute Abend Best of Five. Es geht darum, fünf Songs zu erraten, dann gewinnt derjenige.
Dann fangen wir einfach mal mit dem ersten Titel an. Okay. Sabine, toi, toi, toi. Ja, für dich auch. Ah, ganz bekannt. Ich würde sagen, ist das Harry Potter? Natürlich. Ja, Mann, ja. Ich habe nicht einen Harry Potter Film gesehen, aber die Musik kenne ich. Kannst du ja, sagen? Genau, die kannte ich natürlich auch. So, ich, also, ganz bekannt, ich liebe Harry Potter. Ja. Ich habe alle fünf Bände gelesen. Anscheinend nicht genug, also Frau Karg. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Ich bin da ganz schlecht in solchen Sachen. 1-0 für mich, ich wollte es nur mal sagen. Ja. Also ich wüsste zum Beispiel Bonanza, nur mal so als Tipp. Ja. Vielleicht haben wir das ja dabei. Wir schauen mal. Dann machen wir weiter mit dem zweiten Song. Ja. Das ist auch deine Zeit, oder? Ich weiß es. Ja, sag es. Na? Na. Du sag es doch. Ja, eben, ich komme ja nicht du drauf. Du sag es doch. Ach, hier. Büttenwader! Ja. Oh Mann, ehrlich, ja, natürlich. Neues aus Büttenwader, genau. Ja. 1-1, ich wollte sagen, könnte ich den Mittelteil nochmal hören. Aber okay, 1-1. Neues aus Büttenwader, hätte ich nicht gewusst. Ja. So, dann machen wir weiter. Das ist Mission Impossible. Oder? Ist es Mission Impossible? Ich habe gerade gesehen im Film. Das gibt's nicht. Teil 4. 2-1. 2-1. Sehr gut. Dennis, geht's weiter? Ja. Er hat die Musik ausgespielt. Das ist auch ganz bekannt. Spiel's doch noch kürzer. Was soll das denn gewesen sein? Nochmal bitte. Einmal nochmal bitte. Weißt du, Sabine? Nee, ne? Nee, also ich kenne ihn nicht. Sowieso und Waderkant oder sowas? Nee. Nee, oh Gott, ist das peinlich. Kann man sich hier irgendwo verstecken? Nee. Also, da kommt Kalle. Nein, ist es wahr? Richtig. Das gibt's ja nicht. Naja, das ist auch schon lange her. Keine bekommt den Punkt. Wie peinlich. Okay. Ja. Entschuldigung, ich muss einmal husten. Man kann nicht alles wissen. Darf ich mal husten? Ja, natürlich. Huste bitte. Der Thomann freut sich, auf jeden Fall. Tut mir leid. Sabine ist etwas erkältet. Dann ja, ich hatte so einen fiesen Infekt und ab und zu muss ich jetzt mal husten. Also, trink doch schon Champagner, dann wird's lustiger. Ja, genau, komm. Ja. So, wie war nochmal der Zwischenstand, Dennis? 2-1. Für? Für dich. Aha. Wolltest du nochmal wissen. So, das war jetzt schon der vierte, dann. Jetzt kommt der jetzt fünfte. Jetzt kommt der fünfte, ja. Das heißt, oh. Tour da haben wir. Ist es? Ja? Ich glaube, ja. Hab ich nie das gesehen. War so einfach. Habe ich nie gesehen, ganz ehrlich nicht. Echt nicht? Nee. Noch nicht ein, bitte? Nein, nicht eine einzige. Nicht eine einzige? Peinlich, aber war wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich dein Anspruch, nee, oder? Nee, ist nee, der, nee, ich habe es nie irgendwie gesehen, weiß ich nicht. War nie irgendwie Man. Auf meiner Charlie Liste. Charlie Jean und so. Ja. Tatsächlich. Gewinnst du 3-1. Aber den fand ich auch nie so sympathisch, irgendwie so. So. Findest du mich denn auch sympathisch, obwohl ich 3-1 führe? Ich find dich total nett, ey. Super. Haben wir noch einen, oder? Nee. Wir hätten noch einen, ja. Ja, okay, komm. Vielleicht habe ich noch eine Chance. Doppelt oder nix. Entweder Ausgleich oder weg. Hier sind die Kinder vom Fliederhof. Das richtig. Weiß ich. Dann steht jetzt 3-3, würde ich sagen. Einfacher ein geht's ja auch nicht, ne? Stechen. Einen haben wir noch, dann ist das der Gewinner. Stechen. Stechen. So, dann kommt der letzte. Wie ist der richtig, der Titel? Neues von Süderhofen. Ja, ja. Da habe ich Sabine Tante ja Sonja gespielt. Ja, Tante Sonja hat recht gehabt. So, letzte Nummer. Es geht um alles oder nichts. Los geht's. Ja, habe ich ein paar Mal gesehen, finde ich auch großartig, die Serie, aber ich, die Melodie habe ich überhaupt nicht im Kopf. Frau Karg, ich muss es leider sagen. Dennis macht es lieber, das ist nicht so unsympathisch. Jetzt hast du schon wieder gewonnen. Es tut mir so leid. Aber ja, ja, es war auch schwer. Ne? Ich bin ja eigentlich ein guter Verlierer. Alles gut, alles gut. So, Kinder, jetzt beruhigt euch wieder. Ich weiß, es war aufregend für euch. Das ist übrigens live, Sabine. Falls du mal jemals hier im Ostsee-Resort mal Urlaub machen möchtest, das ist live unser Maskottchen. Ah, okay. Und wie du siehst, er ist ein Wikinger. Ja, natürlich. Wir sind ja auch ganz in der Nähe von Heiterbu. Sieht man an den Hörnern. Man sieht es an den Hörnern, genau. Ja. Und live spricht aber irgendwie nie. Er ist immer nur da und er sagt nie was. Aha. Warum auch immer. Ja, ich meine. Ich weiß es nicht. Es gibt halt Leute, die reden und andere nicht. Genau.
So, lass uns weiterreden. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Du hast so viele schöne Bücher mitgebracht. Es ist immer das Gleiche, aber ich finde es schön. Ja. Und zwar, Da bin ich zu Hus, Geschichten und Gedichten und meine Heimat, sozusagen. Ja. Mhm. Nordhof. Mhm. Du warst in Nordhof, du bist dann irgendwann nach Berlin gegangen, dann bist du jetzt wieder zurückgekommen. Warum? Ja. Also ich war auch überall, ich war in der ganzen Welt unterwegs und hatte dann aber das Bedürfnis, mich mal wieder von der großen Stadt, gerade von Berlin, wo ich 22 Jahre verbracht habe, zu trennen und zu sagen, so, ich muss einfach wieder in den Norden. Und mein Sohn war zu der Zeit 19, der wollte sowieso eigene Wege gehen. Und da habe ich mir gedacht, so, jetzt mache ich das einfach mal wahr. Und ich liebe die Natur, ich liebe die Menschen, die Sprache. Und da habe ich gedacht, das wäre die Gelegenheit jetzt. Und ich habe die Absolution bekommen von meinem Sohn Pelle. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das. Und mein Bruder fand ein unheimlich süßes kleines Häuschen für mich. Schön. In Nordhof am Stadtpark. Und habe ich gesagt, das ist ja wie für mich gemacht. Ein kleines Prinzessinnenwohnheim, sage ich immer. Ja. Und ja, und da fühle ich mich wahnsinnig zu Hause und wohl. Und die Menschen kenne ich natürlich. Ne? Siehe Peter, ne? Wie schnapp ich auch immer Gammon bin platt. Cool, ja, und Kaff lang und so. Und ne? Sind früh. Und ja, und das hat mich dann dahin getrieben. Und dann habe ich überlegt, so, wie sortiere ich mich jetzt hier eigentlich? Was mache ich denn hier so in Schleswig-Holstein wieder, wenn ich hier bin? Aber mir ging auch wirklich ein bisschen die Großstadt auf den Keks. Das muss ich wirklich sagen. Die Wege sind wahnsinnig lang. Also diese kurzen Wege, die es jetzt hier gibt, die genieße ich einfach. Und ich kann trotzdem nach Damp fahren oder nach Kiel oder Rendsburg oder Flensburg oder sonst wohin. Ja, ja. Und ich lebe mitten in Schleswig-Holstein in einem Paradies. Also von der Natur her gesehen ist es einfach paradiesisch. Umringt von Seen zwischen Ost- und Nordsee. Und es ist ein Traum. Und wenn ich nach Hamburg muss oder irgendwo anders hin, ja gut, dann setze ich mich halt in Zug und fahre wieder nach Berlin oder fahre irgendwo anders hin zum Arbeiten oder je nachdem, was ich zu tun habe. Aber ich brauche das nicht mehr. Das hat vielleicht auch mit dem Alter zu tun, das kann ich nicht sagen. Ich hatte ein Ruhebedürfnis und eine, wie soll ich sagen, Erneuerungsphase. Ja. Ich wollte einfach was Neues für mich entdecken. Was Neues, Altes. Ja, was, genau, ja, ja. Aber was steckt denn noch in mir? Was möchte ich eigentlich auch beruflich machen? Was kann ich denn? Und daraufhin habe ich ja eine Trainerin, so einen Coach getroffen, die macht Karrierecoachings. Und dann habe ich die getroffen, die kommt aus Husum, arbeitet aber in Berlin. Und da habe ich gesagt, ich bin wieder in meine Heimat gezogen, wie können wir denn da weiter verbleiben? Und dann hat die 3 Monate mir eben Aufgaben gegeben und dann bin ich eigentlich da hin und hingekommen und habe mich nach vorne gearbeitet, so sprachlich, weil sie gesagt hat, Mensch, Sie haben doch eine schöne Stimme, haben Sie denn daran schon mal gedacht und so. Und das war mir gar nicht so bewusst. Ich wollte natürlich auch gerne mal singen, ich wollte auch sprechen und Hörbücher oder Werbung sprechen. Und dann kam ich eben mit dem ersten Buch eben über Frau Wachholz ins Gespräch für dieses Buch über das Land in Schleswig-Holstein. Mhm. Und es war ja auch ein Riesenknaller, das Ding. Wunderschön gemacht. Und dieses zweite Buch, das ist eben Dor bin ik te Hus. Das ist jetzt, weil Wachholz macht es ja nicht mehr. Da bin ich dann eben netterweise eben zu Quickborn gekommen. Quickborn Verlag Gesche Scheller hat mir da auch sehr viel Unterstützung gegeben und ihr Mann Martin Scheller. Und das ist eine schöne Zusammenarbeit gewesen. Und ich freue mich einfach, dass ich das Plattdeutsche an die Leute bringen kann. Und das ist für mich auch so eine Art Lebensaufgabe schon. Und das hilft mir auch wahnsinnig, mich immer zu erden. Weil das hat mit Natur zu tun, das hat mit Lyrik, mit Poesie, mit Erzählgeist zu tun und mit allem, was eben erdet. Das finde ich einfach schön. Und deswegen liebe ich das so und das unterstütze das auch sehr. Bei dem Titel nochmal. Ja, genau. Bei dem Titel nochmal? Dor bin ik te Hus. Dor bin ik te Hus. Ne? Und dein offizieller Titel nochmal? Ach so, soll ich den nochmal sagen? Ja, den jetzt nur aber auf platt. Ja. Ich bin die offizielle Botschafterin für das Niederdeutsche Theaterspiel als nationales immaterielles Kulturarv von der UNESCO. So, nun kommst du. Ja. Ja. Klingt auch im Plattdeutsch noch schöner eigentlich als in Hoch. Ja, na, sie zwei Dusen und Süstein, sorry. Jetzt hast du ja Geschichten, Gedichte da drin, Lyrik, Poesie, ja, genau. Lieder. Wie hast du das denn ausgesucht? Also du hast, das sind ja alles Texte, die dir irgendwie am Herzen liegen ja, oder mit denen du auf jeden Fall was anfangen kannst. Ja, genau. Also das sind Texte, mit denen ich umgebe mich mit ganz vielen Texten.
Also ich habe überall was liegen. Ich lese mal im Stehen, mal im Sitzen, mal im Liegen oder auf Klo, auf Toilette. Überall liegt irgendwie was rum. Wer mich kennt, weiß das bei uns zu Hause. Und und dann fällt mir irgendwas in die Hände und dann denke ich, ach, das könnte dazu passen oder so. Also man soll nicht denken, man sammelt Texte und tut die so irgendwie zusammen und dann verbindet man die und dann werden die da abgeheftet oder so, sondern also für dieses Buch brauchte ich eben ein Jahr. Okay. Weil es geht ja nicht darum, dass man die tollen Texte hat, sondern sie müssen ja auch zusammenpassen. Das ist ja wie eine Perlenkette und diese Perlenkette muss man aufziehen und dann geht das so durch und dann muss man sagen, okay, das passt zu dem und das passt zu dem, dann könnte mein Liedtext kommen, meine Poesie, meine Lyrik. Und was mir eben ganz besonders wichtig ist, das unterstütze ich eben sehr, Plattdeutsch ist eine wunderschöne Sprache. Unser Niederdeutsch ist eine eigenständige Sprache mit vielen Dialekten. Und man muss eben auch wissen, dass es sehr, sehr tolle Erzähler gibt, Lyriker, Poeten, die eben großartig sind. Das heißt, die stehen anderen in nichts nach. Und das ist mir ein ganz besonderes Anliegen. Deswegen habe ich eben auch so eine Anthologie herausgegeben oder auch bei Övert Land so eine Anthologie, damit man das erkennt und auch weiß, aha, da, bei Övert Land erinnere ich mich zurück, da gibt es 120 Jahre altes Platt. Ja? Oder dann von der... Hier gibt es eben plattdeutsche Liedtexte, die es auch schon ewig gibt, die dann eben zusammenkommen mit Geschichten, mit neuen Geschichten. Ja, also die man dann oder auch szenisch lesen kann, die lustig sind. Werdet ihr nachher hören, dann ich habe da natürlich auch was mitgebracht. Selbstverständlich. Und, und insofern ist mir das ganz wichtig und deswegen freue ich mich auch so über diesen Titel, dass ich über den Titel auch tatsächlich Türen öffnen kann, um zu beweisen, so Leute, und jetzt hört ihr dem Buch, nämlich aus diesem Buch, diesen Geschichten mal zu. Und nicht nur Humpty Humpty, wir sind so lustig oder so und hauen uns jetzt mal auf die Schenkel, sondern nee, Platt ist eben richtig hochwertig. Morgen ist ja Nikolaus übrigens. Ne? Es könnte ja sein, dass der eine oder andere vielleicht noch nichts hat und dieses Buch vielleicht in den Stiefel legt. Ja, das wäre doch ganz wunderbar. Sabine hätte nichts dagegen, glaube ich. Nein, ich hätte nichts dagegen, aber ich habe auch noch eine Überraschung, weil ich habe nämlich einen ziemlichen Coup gelandet mit Bünding-Tee. Das muss ich jetzt einfach mal zum Besten geben. Ja, okay. Ich weiß nicht, darf ich das, obwohl Bünding ist ja jetzt Werbung, ne? Das kannst du machen. Kann man ja rausschneiden. Nein, wir lassen das also auch. Jedenfalls habe ich eine CD gemacht und zwar heißt das Rache aus der Vergangenheit, Rache Ude Gone Tiet. So, und das ist geschrieben worden für Bünding, weil Bünding-Tee sich bei den Kunden bedanken möchte. Es gibt einen 500 Gramm Grünpack Bünding-Tee. Ja, und der hat eine Lasche und da bin ich drauf mit dieser Rache aus der Vergangenheit. Und das ist quasi umsonst. Also man zahlt den Tee und man kann sich das downloaden und dann kann man das hören auf hoch und auf platt. Auch für Kinder oder Jugendliche schon geeignet, die bitten an der Plattdütsche Randwörter. Ja. So. Und dann haben wir so viel darüber gesprochen und jetzt hast du es ja schon so schön erzählt, dass du Botschafterin bist und Lyrik. Ja, ich kann ja nichts dafür, du fragst mich ja immer. Ja, genau. Und du antwortest ja auch so schön. Aber jetzt würde ich doch gerne mal, weil du ja schon auch ein bisschen was mitgebracht hast und du bist ja auch nicht alleine gekommen. Du hast ja deinen Toursohn mitgebracht. Ja. Ben heißt er. Ja, genau. Und der begleitet dich auf deiner, ist es eine Lesetour? Was ist es eigentlich eine musikalische Lesung, weil ich singe ja auch so ein bisschen und ich interpretiere, ich rezitiere, ich spiele. Ja, und da wollte ich euch ein bisschen so eine Szene vorspielen gleich mal so ein bisschen aus dem Buch. Ja. Und dann Min Jehan vielleicht nochmal vortragen und dann, ja, Lüttmatten de Haas, das kennen ja alle, ne? Das machen wir gleich. Und mit Ben zusammen, mein Ben ist, ich muss dazu sagen, Ben und ich, wir sind jetzt seit, wie lange, 9 Jahre zusammen. 10. Oha, genau. Was kommt jetzt? Das frage ich jedes Mal. Ach so. Und kommt Ben, jetzt und der Knüller ist, also von, ihr kennt doch die Chefs von Wacken, die ich ja auch kenne. Holger Hübner. Und Holger Hübner war so freundlich, mich zu unterstützen bei der Suche nach einem Mundharmonikaspieler. Und da habe ich gesagt, ich brauche jemanden, kennst du jemanden hier in der Region? Und vor 10 Jahren hat er dann gesagt, ja du, ich frage mal rum. Und es gibt in Karx jemanden. Und da habe ich gesagt, Karx klingt gut, passt ja zu Karg. Den nehme ich, da fahre ich hin.
So. Der gehört schon oder quasi der gehört mir doch schon eigentlich. Ne? So, und da war Ben 19 Jahre alt. Und das ist natürlich toll. Also ich habe ihn so entdeckt für mich. Ich habe ihn gefragt, kannst du mir da was komponieren? So bestimmte atmosphärische Dinge. Kannst du das machen? Kannst du das untermalen? Du kommst ja aus dem Blues. Wie geht das? Kannst du ein Menuett spielen? Kannst du einen Walzer spielen? Und so. Und dann hat er gesagt, probiere ich mal. Und dann... Ja, war es das. 10 Jahre hat es gehalten, also ich würde sagen, er kann es wahrscheinlich. Ja, ne? Genau. Darf ich nochmal abhusten? Ja, unbedingt. Weil ich wollte nämlich nochmal fragen, das sind dann auch so die letzten Züge, die ich habe für meine Fragen, auch an dich jetzt natürlich. Wir haben ja ein bisschen über die Vergangenheit gesprochen, über das jetzt sprechen wir gleich, aber die Zukunft ist ja auch immer ein großes Thema. Ja. Wir wollen ja immer alle gerne wissen, wo geht die Reise hin für uns. Mhm. Wo enden wir? Jetzt bist du ja in Nordhof wieder gelandet. Ja, genau. Aus der Großstadt, also du bist ja wieder da, wo du hingehörst. Genau. Zu deinen Wurzeln. Wie geht es denn da jetzt weiter für dich? Also ja, jetzt bleibe ich wohne ja da und bis, dann... Bis 100 ja, bist. Genau, jetzt fahre ich nach... Das weiß man noch nicht, aber ich denke schon, warum nicht? Mhm, ist doch schön. Auf jeden Fall. Und Peter freut sich auch. Ne? Ja, klar. Auch wenn man das nicht so sieht, aber er freut sich. Von den beiden, von Peter und Sien Fru, Herwig nämlich ein, was Herwig doch kriegen? Ein Salat, nee, nicht Salatgurke, was war das nochmal? Ja, die Schmurgeln, die waren super, das hat ganz lecker geschmeckt. Und die haben auch ganz tolle Kürbissuppe und so, die die machen, also ganz wunderbar, ganz lecker. Das ist auch lecker. Ein sehr schöner Vorname, ich finde, Sien Fru, ist ganz, ganz, ganz schön. Gefällt mir gut. Ja, ich habe gedacht, ich streue mal was. Marlies? Das ist Platt. Ja, ich Jutta hat, ich habe gedacht, ich streue das mal ein bisschen ein, damit ihr auch wisst, dass ich das kann. Es ist immer gut, dass man Leute kennt auch, ne? Peter und Sinfru Jutta. So, jetzt haben wir das geklärt. Ich komme aber vorbei wegen der Schmurgurken, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, aber die kann kochen. So, dein Toursohn Ben, kommt doch einfach mal zu uns rüber. Ja. Und stimm dich schon mal ein. Und was machst du denn zuerst? Also du hast ja so viel mitgebracht. Es ist ja auch Weihnachtszeit, jetzt machen wir es ein bisschen besinnlich, oder? Ja, also ich würde eigentlich ganz gerne das auslassen. Ich hatte jetzt überlegt, also ihr könnt ja mal gucken, wie ihr durchhaltet alle. Ne? Wenn alle sagen, okay, wir wollen noch einen haben, dann habe ich auch noch eine Weihnachtsgeschichte. Aber am Anfang möchten wir erstmal mit was anderem starten. Okay, und während du dich sortierst, guck mal, habt ihr schon ein paar Fragen aufgeschrieben für Sabine oder sind alle Fragen schon beantwortet? Wenn es keine Fragen gibt, umso besser. Guck mal, könnt ihr alle nicht schreiben, doch, ne? Ja. Aber ihr habt alle keine Fragen. Das ist gut. Dann nicht. Dann brauchen wir keine Fragen. Warte mal ganz kurz. Kann ich dann nachher diese Brille aufsetzen? Weil ich muss ja was lesen. Das musst du sagen. Wenn du besser liest, ist es besser. Ja, Kane Besölken wurde gut. Ne? Warte mal. Kannst du kicken mit den Spekulären? Ja, warte mal. Geil. Noch geiler. Lass mich mal gar kicken hier. Wo ist das denn? Hier, ach, das habe ich so ein bisschen an. Kick mal. Hast extra hier noch so ein Kleber. Ja. Das habe ich schon mal für die Lesung. Warte mal, dürfen wir nicht. Oh, ja. Das wird jetzt auch rausgeschnitten. Jetzt liegt hinten im Übertragungswagen schon. Also, dann fangen wir an mit Le Matin de Horse. Sabine Karg und Ben, viel Vergnügen. Le Matin de Horse, de mucksigen Spors. Hey, wer bietst du deren, da tanzen zu lernen? Und er tanzt ganz allein auf der achtersten Bein. Und er tanzt ganz allein auf der achtersten Bein. Käm Reinke, de Voss, und dach, das ein Kost. Und sech, Lütje Matten, so flink auf der Padden. Und tanz hier allein auf der achtersten Bein. Und tanz hier allein auf der achtersten Bein. Lord uns tosom, ich kann as de Dom, de Krei, de spielt viel, denn geidert kann Diddl, denn geidert muss schön auf der achtersten Bein, denn geidert muss schön auf der achtersten Bein. Lüt Matten gave Pot, de Voss bid em dood. Und setz ich in Schatten, verspieß de Lüt Matten. De Krei, de krieg ein von der achtersten Bein. De Krei, de krieg ein von der achtersten Bein.
Dankeschön. Der arme Lüttmatten, ne? Ja, Lüttmatten. Ja. Er wollte so. Nur spielen. Genau. So, nur Herr Wigwart für you. Na? Von Jürgen Kropp. Das ist eine Geschichte, warte mal, da muss ich mich mal gar so hinsetzen. Ja, okay. Oh Herr, falsche Brille. Also, der hat kein Besuch. Oh Herr, Gesa, hast du nicht gehört? Das hat pingelt. Ich bin ja nicht harthörig. Ja, und nu? Was schiff ich nu mucken? Jüss Hüt und jüss Nu, so ein Schied. Nu grühl doch nicht so laut. Am Ende hört sie die noch. See? Wo kein ist See? Wackernagels natürlich. Wat? Du meinst, das sind Wackernagels? A Wetter? Ja, wo kein anders denn wohl? Das sind die einzigen, die so driest sind und hier upgrüßt, um sich anzumelden. Meinst du? Wenn du mich nicht glaubst, kannst du ja obmucken und nockigen. Ja, komm gar nicht in die Tüte. Kein Besuch von Dach. Das wär so utmuckt. Psst, nicht so laut. Meinst du, der ist dort noch für der Tür? Du kennst doch Wackernagels. So gau geeft er nicht ob. Wenn der sich wat in Kopf set hat, ich mut aber mal ob. Das geht nun nicht. Was hat ja wohl noch einen Moment gut holen? Wenn du über den Flur läufst, dann seht sie die. Ich hab ja von Anfang an kein Finster in der Tür, Herr Wult. Nun fang doch nicht wieder von an. Das Finster muss sehen. Ich muss mitkriegen können, kein für die Tür sein. Ja, was hält das denn, wenn du nicht durchkriegen kann und da der anderen ihn sieht? Noch ehe da Düssen Street so recht ob Touren kommen kann, pingelt das Wetter. Gesa und Herbert fort to hope. Mi dücht, dat pingelt ganz anders als jüst so achtersinnig, Gesa. Dumm tücht, dat pingelt als jümmers. Meinst du, dat dat wohl heftig Waggernorgels sind? Dat is auch schiedegoll. Kein dat is, wie Hahn uns fürnorm, hüt nimm's Rintuloden und Basta, aber dat sind Waggernorgels. Ich kon jo mono fürn Kruben und udat Kökenfenster luert. So, wie kümmst dat noch? Wär's man froh, dat wir jüss in de Kormer sind. Ein Bederfester giftet jo gar nicht. Hier könnt wir aftöven, bitte weg sind. Uck so lüd as Wackernorgels, war dat mit de Tiet leid waren. Und denn, tja, und denn pingelt dat erst mo wedder. Overdüchtig. Vielleicht gar die Pingel nicht, Günther. Ach wat, ich hef er doch hört. Dann pull er doch mal an de Tür. Und wenn sie nicht zu Hus sind, ach wat, die sind immer zu Hus. Aber dann hauen sie doch obmuckt. Nu pull er doch erst mal. Oh Gott, Gesa, wat is dat? Dien Freund Wackernorgel, der ist doch früher mal Boxer gewesen. Mien Freund? Wat heet hier mien Freund? Du hess em doch hier mit her slept. Du wirst doch rein hin und weg von den Kerl. Ich? Von denn? Wenn dat doch nicht eher so wär, dat du dat ob sie ihn früh aufsehen hast. Ich? Ob Sigrid? Du bist ja wohl mal, also wo kein wär denn? Uck Düssen Street kommt nicht recht in de Gang, denn Sigrid Wackernagel, denn kein andere als sie und ihr Mann sind dat wahrhaftig, die mo eben wie uns Gesa und Herbert verbiegigen wollen. Sigrid Wackernagel ist nur ob den Infall kommen, mol im Hus rüm to loben und an de Finstern to kloppen. Dat gibt das doch gar nicht, dat die nicht in Hus sind. Günther, hör doch mal mit dat Bullern ob und komm hier, nur achtern, hierher, hier. Kick doch mal dorin. Nee, nicht dor, hier, in dat Lüt Finster. Mir ist meist so, als wenn sich doch jüss wat bewegt hätt. Ich kann nix sehen. Gesa hat sich blank dat Showregal vergroben. Herbert licht ob'n Bug unter dat Fenster. Hörst du dat nu, da dat Wackernorgel sind? Ich weiß nicht recht, das können auch anders ein sehen. Anders ein, wo keine wohl? In Breker vielleicht? Und du meinst, der muckt so ein Lahm? Vielleicht will sie säger sehen, dass kein zu Hus ist, eher dass sie das Finster ins mit. Aber das wäre noch eben die Stimme von Wackernagels. Ich weiß nicht, kann sie ja, kann auch sehen, nee, kann auch sehen, dass der Inbreker die Stimme von Wackernagels nur muckt, das wie Glöwenschild, das. Kiek, Sigrid, der Keller, du ist oben. Na also, ich sag doch, dass die Tohus sind. Nu geh doch. Du meinst, ich schall einfach. Das können wir doch nicht morgen.
Ach wat, stell die nicht so an. Gesa und Herbert, hab gern besorgt, die Freizeit. Ja, aber nix aber, wie als ihr besten Freund dürft dat. Habt sie doch selben secht, uns Hus seid immer für jo oben. Aber so einfach durch den Keller, dör, also... Herbert, ich hör wat im Keller. Hast du die Dör nicht abschlotten? Ich weet nicht, kann sie ja, kann auch sie nee. Oh Mann, wo forken hab ich die all sech? Kein Tiet für Street, denn Günther ist im Keller gegen einen Korf mit ledige Wienbullen loben. Und dat scheppert. Inbrecker, Ruht, nix das Ruht. Gesa und Herbert dort ute Hustür ob des Straat. Wohin? Nur de Polizei? Nur Norva Hamann? Nur de Telefonzell? Links, rechts? Dat is Kohlbuden. Help ruben, n Knüppel holen und denn? Wat is denn, Herbert? Wieso küppst du denn nicht? Süßt du dat Auto? Bin ja nicht blind. Dat is Wackernagels, der Auto. Wackernagels? Also doch, weißt du dat nipp und nau, Herbert? Ich kenn doch der Auto. Ja, klar. Wenn dat im Autos geht, kennst du die ut. Wenn du die im Mieblots erstmal so viel kümmern wollst, als im Düssel, Lärm und Stinkmaschines. Dat wohl ich ja just, wenn du die recht besinnst. Einmal kein Besuch, einmal blots du und ich so als früher. Tja, da muss ich nur denn wohl wieder 5 Jahre abteufen. Was schallt da denn, Hayden? Nix, mir ist kalt. Lass uns toh sehen, dass wir rinkommen zu unserem Besuch. Nehm hast du denn ins Lödel? Ich? Ja, kennen Annas. Ich hef em nicht. Ja, ich auch nicht. Denn Pingel. Oha, Sigrid, dat hat pingelt. Das wird Gesa und Herbert ziehen. Ich hef dir ja Klicksächter, dat den nicht zu Hus sind. Gesa und Herbert, dumm Tüch, der wart ja doch wohl ins Lödel, hem. Hast recht. Dann lass uns wieder nicht upmucken. Bloß kein Besuch. Nee, wie mockt uns dat hier in Beten kommut, bitte der beiden zurückkommt. Bloß du und ich, so was früher, slut man lever de Kellertür af. Den kann ja nie nicht wetten, ne? Die Wackernagels. Entschuldigt bitte, aber ich habe leider meine Bräunchen manchmal. Alles gut. Bräunchen haben wir ja alle. Ne? Ja, aber so einen langen hatte ich noch lange nicht. So einen Infekt. Ja, aber sehr schön. Und die Wackernagels natürlich auch gerne. Ja, die sind herrlich. Ne? Dankeschön. Vielen Dank. Fall, danke. Ne? Also schließt lieber die Kellertür ab, wenn ihr nachher nach Hause kommt. Man weiß ja nie. Ja, jetzt habe ich noch einen. Einen hast du noch? Einen habe ich noch. Ja, und zwar Minje Hahn. Das kennt ihr wahrscheinlich auch alle von Klaus Groth. Wohl wie wär'n noch lütt, Jehan, do wär die Welt so groß. Wie seht denn ob den Stein, Jehan, weist noch bino was sot? An heben Seil des stille Mond, wie säken, wo hei leb und schnack. Wo de Himmel hoch und wo de Sod wohl deib. Weißt noch, wo still dat wär, Jehan, do rühr kein Blatt an Baum. So ist dat nun nicht mehr, Jehan, als höchstens noch in Drom. O neven dur de Schäper sung, alleinend wie de Feld.
Nicht wurde han, dat wär ein Ton, de einzig ob de Welt. Mit inner inne Schummertit, denn is mi so tomot, denn läppt mit langs den Rüch so hit, als dormolz biden sot, denn drei ich mi so hastig als wär ich nicht allein. Doch eins, wat ich find, Jehan, dat is ik stor und wein. Sabine Karg, vielen und Dank. Ben. Dort bin ich los. Vielen Dank. Vielen schön, dass Dank. Ihr da wart. Dankeschön. Dankeschön. Und wenn ihr noch was braucht hier, ne, ganz wichtig, dort bin ich los. Dann kann Weihnachten kommen. Schön, dass ihr alle da wart. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Weihnachtsfest, eine tolle Weihnachtszeit. Wir sehen uns im neuen Jahr, wenn ihr Lust habt. Kommt gerne wieder vorbei, Sabine. Du kommst aber auch bitte wieder, ne? Ja, sehr gerne. Und nimmst Ben mit, dann seid ihr dann schon 11 Jahre zusammen. Ja, genau. Ja, wir haben ja auch noch was in petto. Ja, wir ja, da kommt ja noch einiges. Was. Ja. Und wo kann man dich sehen, wenn man dich sehen will? Ja, also ich gehe nächstes Jahr erstmal wieder auf Tournee. Mhm. Und dann, ja, dann treten wir natürlich auch auf mit unseren Lesungen. Und dann planen wir jetzt, aber da ich ja auch viel spreche zwischendurch, tauche ich ja nicht immer in der Öffentlichkeit sozusagen auf. Ja. Aber wir planen auf jeden Fall noch eine Lale Andersen-CD. Da freuen wir uns drauf. Das ist ein bisschen Arbeit, deswegen muss man auch manchmal wieder untertauchen, aber das ist ein bisschen viel Arbeit. Ne? Aber dann überraschen wir, glaube ich, ganz ordentlich mal. Wenn die fertig ist, kommt ihr auf jeden Fall wieder. Ja, versprochen. Super. Sabine Karg und Ben hier beim SAZ Dammland Talk im Ostseesoderdamm. Schöne Weihnachten, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss, Sabine. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, genau. Frohe Weihnachten. Lüttmatten Horst, ne? Ja. Okay. Sehr schön. Dankeschön. Ihr Lieben, komm, kriegst du noch ein bisschen hier, ne? Kriegst du noch mal ein bisschen hier. Ja.